Der Jutebeutel. Eine Alternative zur Plastiktüte oder doch Modeaccessoire? Die US-amerikanische Zeitung New York Times findet, diese Tasche einer Münchner Buchhandlung ist gerade das It-Piece. Studentin Bernadette Rauscher hat zig Jutebeutel daheim. Zum Einkaufen, in die Uni oder kurz in die Stadt. Für alles nutzt die 23-Jährige die Leinensäckchen. Es gibt auch welche, die das auch wirklich als Mode-Statement setzen, dass sie halt den Jutebeutel nutzen. Für mich ist es einfach praktisch. Plastik kommt Bernadette nicht mehr ins Haus. Wenn sie ihre Stoffbeutel mal vergisst, nutzt sie Alternativen. Also manchmal gibt es ja auch so Papiertüten. Die nehme ich manchmal noch, weil man da den Biomüll auch immer schön reintun kann am Schluss. Aber mit Plastiktüten, das sind halt so Einmal-Nutzsachen. Also ich benutze die danach eigentlich nie wieder. Der Einzelhandel hat reagiert. Schon lange. Ob Supermarkt oder Drogeriekette, die Kunden haben beim Einkauf freie Taschenwahl. Auch die Münchner Buchhandlung bietet Möglichkeiten. Plastik, Papier oder Stofftüte. Das Unternehmen freut sich natürlich über den Hype um seine Jute-Tasche. Wir glauben aber schon, dass das mit Freude aufgenommen wird. Gerade für die Mitarbeiter sowieso, aber ich glaube auch für die Kunden, die den Stoffbeutel benutzen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich entwickelt. Aber im Zeitalter von Social Media explodiert sowas ja. Und es explodiert gerade, muss man sagen. Der Wirbel um diesen konkreten Jutebeutel ist noch nicht bei jedem angekommen. Aber alle nutzen Plastikalternativen. Und zwar? Immer. So sieht sie auch schon aus, aber sie ist jetzt auch, glaube ich, schon locker 5 Jahre alt. Also. Die habe ich immer im Rucksack und wenn ich dann spontan was einkaufen gehe, dann benutze ich die. Also ich habe einen wunderbar alten Korb aus den 50er Jahren, so einen Metallkorb. So einen ganz alten mit Bügel. Und ansonsten nehme ich halt irgendwelche Behältnisse, die ich zu Hause habe. Wer hier einkauft, dem ist das Plastiktütenverbot wahrscheinlich egal. Denn er ist mit dem Stoffbeutel korrekt zur Umwelt und modisch ganz weit vorne.